So, einen wunderschönen guten Tag hier in Göttingen. Geht's dir gut? So, kriegen wir es hier, dass wir einmal die Hände zusammenführen. Sehr schön. Oder können wir einmal aufstehen zusammen? Einmal aufstehen und die Hände nach oben. Sie dürfen ruhig mehr kommen. Von da hinten. Kommen Sie ruhig nach vorne. Jahren schon lebe ich mit dir und ich danke Gott dafür, dass er mir dich gegeben hat. Als Erinnerung an unser Leben möchte ich dir heute etwas geben, ein Geschenk für alle Ewigkeit. Und jetzt mal die Hände nach oben. An den Stern, der deinen Namen trägt, hoch am Himmel setzt, ich schenke ich dir heute Nacht, heute Nacht. An den Stern, guten Tag, der deinen Namen trägt, alle Zeiten überlebt und über uns. Irgendwann ist es vorbei und im Himmel wird Platz für uns zwei. Doch dein Stern bleibt oben für immer und ewig stehen. Und auch noch in 1000 Jahren wird er deinen Namen tragen und immer noch der Schönste von allen sein. Sollen wir klatschen zusammen? An den Stern, der deinen Namen trägt, hoch am Himmel setzt, ich schenke ich dir heute Nacht, heute Nacht. An den Stern, der deinen Namen trägt, alle Zeiten überlebt und über unsere Liebe wacht. Es macht jedes Mal Spaß hier im Kaufpark Göttingen. Absolut der Wahnsinn. Da hinten auch alles gut? Sehr schön. Wahnsinn, was hier los ist. So, zusammen. Der deinen Namen trägt, hoch am Himmel setzt, ich schenke ich dir heute Nacht, heute Nacht. An den Stern, der deinen Namen trägt, alle Zeiten überlebt und über unsere Liebe wacht. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Wieder. So, eine unglaubliche Stimmung unglaublich, wieder hier, ne? Im Kaufpark Göttingen. Ist ja Wahnsinn, ja, muss man schon sagen. Hammer. Stern, wie alt ist der jetzt mittlerweile in deiner Version? Der Stern ist dieses Jahr, weiß das einer von euch? Wissen Sie das, wie alt der Stern ist? Was sagen Sie? 40 Jahre? Nee, 11 Jahre. Sie sollen nicht das Alter von Nick jetzt schätzen. Weil ich 55 hörte gerade. Das wird ja immer schlimmer. Ja. Sehe ich schon so alt aus? Ja. Und, ich bin doch gerade erst 24 geworden. Ich hatte gerade so einen Frosch im Hals. Ja, muss was trinken. Gut, das liegt natürlich, weil ich neben dir stehe. Du siehst natürlich älter aus neben mir, das ist natürlich klar. Nein, der Stern, wie alt? 11, 12 Jahre? Dieses Jahr 11 Jahre. 11 Jahre? 11 Jahre. In deiner Version, der Stern ist natürlich noch etwas älter. Ich weiß gar nicht, wann Nick B. den Titel geschrieben hat. 98. 1998 hat er dann geschrieben. Genau. Okay. Und aber in der langsamen Version, da gab es auch keine Fox-Version, da gab es auch nicht DJ Ötzi und... Gab es ja alles noch gar nicht, ne? Und dann hat sich das entwickelt, du hast das für dein Bühnenprogramm dir den Titel irgendwie rausgeholt, ja? Genau, ich habe die Nummer rausgesucht und
Ich habe gesagt, wenn man die Nummer schnell macht im Disco Fox, dann funktioniert sie. Und dank euch, dank meinen Fans, dank allen DJs, ist die Nummer zum Hit geworden. Genau, so ist es. Und alle haben profitiert, auch der Komponist dann, Nick P., der dann mit DJ Ötzi die Version auf den Markt gebracht hat. Aber genau. Ich glaube sogar, du warst bei Florian Silbereisen der Erste mit dem Stern. Täuscht mich das? Ich war bei Silbereisen der Erste, genau. Ja. So war das. Ich glaube, Winterfester Volksmusik. Das Winterfester Volksmusik. Genau. Du warst auch nochmal in Riesa bei Florian Silbereisen mit einem anderen Titel. Ja. Mit, das hatte was mit Heidi zu tun. Kennt ihr den noch? Zwei weiße Pferde. Kennt ihr noch, ne? Kennt ihr, ne? Und ich habe den deswegen in Erinnerung, nicht nur, weil du bei Florian Silbereisen mit dem Titel warst, hast du auch so Krawatte, ganz Schmuck, ne? Bist ja immer Schmuck, aber da war besonders Schmuck mit Krawatte und mit Anzug und so. Und ich weiß aber, dass ihr ein Video dazu gedreht habt und da bist du vom Pferd gefallen. Ist das so gewesen? Genau. Bei den Dreharbeiten, bin ich vom Pferd gefallen und habe mir auch noch den rechten Arm gebrochen. Ja, deswegen macht keine Videos mehr mit Pferden. Das ist schon sehr gefährlich. Aber ich glaube, das Pferd war auch nicht gesattelt, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, es war kein Sattel drauf, kein Halfter. Ja, und ich saß da alleine drauf und sollte mich in der Mähne festhalten. Und dann ist das Pferd losgeritten und ich lag dann auf dem Popo. Ja, das ist eben nicht so ein Ding hier, wie in manchen Diskotheken steht, wo du dich draufsetzt, wo eine Matte drumherum ist und kannst du so lange dich festhalten, bis du runterfällst. Das ist ja das Rodeo-Reiten. Das Rodeo-Reiten, ja, das ist natürlich nicht. Okay, das ist lange her. Du hast dich nicht ausgeruht auf dem Stern, sondern warst ja mit deinen ganzen Produktionen immer wieder hier im Kaufpark. Auch bei der großen Tanz- und Schlagerveranstaltung 2-3 Mal draußen gewesen. Dieses Jahr ist es wieder soweit, 29. Juli. Und wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber es könnte eventuell sein, dass du dabei bist. Ja, wir wollen noch nicht die endgültige... Ich würde mich freuen. Ja, und wenn du dabei bist, dann, wir müssen das ja mal noch offen halten, weil das wird ja erst offiziell im Kompass veröffentlicht. Ja, im Kompass, im Kaufpark-Kompass, das ist die Center-Zeitung. Wenn du aber dabei bist, bringst du sicherlich jemanden mit dem du momentan wirklich für Furore sorgst, in Funk und Fernsehen. Das ist nämlich ein Mann, den können Sie jetzt nicht so richtig sehen, aber vielleicht doch. Hier ist er, der Horst. Der Vollhorst. Der genau. Vollhorst. Das ist also dieser Schlagersänger aus den 70er und 80er Jahren. Es ist natürlich ein Schauspieler, der das spielt. Ja, also in Wirklichkeit rennt, glaube ich, keiner mehr so rum. Aber Sie müssen mal dabei sein. Ich glaube, man sieht es dann auch bei RTL die Woche. Die waren ja dabei. Sie müssen mal dabei sein, wenn der Vollhorst mit dem Nick Autogrammstunden gibt. Das ist unfassbar. Kreischalarm. Ja. Das stimmt. Diese Woche sind wir noch irgendwie bei RTL explosiv. Mhm. Samstag, 25.03., ja. 20.15 Uhr. Bei den deutschen Hitcharts ist er auch dabei. Und Melodie.tv, hier einfach mal eingeben, www.melodie.tv. Da können Sie nachschauen, wo man das empfangen kann, wie man es empfangen kann. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, in Göttingen. Aber auf alle Fälle, wir haben es auch schon ausprobiert, via Livestream auf dem Handy. Wenn Sie also da die Livestream-Seite, können Sie auf dem Handy schauen. Fernsehen im Handy. Tablet, Handy. Alles dabei. Ja. Ganz modern ist die ganze Geschichte. Wie gesagt, der Vollhorst, das ist also der Kollege in Anlehnung an den Otto-Werbespot im Fernsehen. Und so sieht sie aus. Die neue CD. Hättest du gedacht, dass das ein Hit wird? Nee, eigentlich nicht. Wir haben die Nummer aus Spaß gemacht. Ja. Und dass sie dann so gut von den DJs angenommen wird und sich so hoch platziert hat, also ist der Wahnsinn. Ist der Wahnsinn. Selbst Uwe Hübner hat uns schon geschrieben heute über Facebook und hat das auch schon gepostet, diese neue CD. Da sind wir also sehr stolz drauf. Wenn Uwe Hübner sagt, dass das gut ist, dann ist es gut. Genau, in den DJ-Hitparaden bei Hitparadies hat sich die Nummer super platziert. So ist es. Die Single gibt es auch hier vorne. Einige haben sie schon gekauft. Gibt es dann am CD-Verkaufsstand für 3,99 €. Das ist der absolute Wahnsinn. Sind zwei Versionen drauf. Zum ersten die Version, die du jetzt singen wirst, alleine. Und zum anderen mit dem Vollhorst. Genau, die Duett-Version natürlich mit dem Vollhorst. Drauf. Das ist die Original. Hier ist irgendwo das Bild. Hier ist es. Nur wenn wir sollen auch noch ganz, ganz liebe Grüße vom Vollhorst bestellen. Ja. Er wollte eigentlich mitkommen, aber er hat heute noch Dreharbeiten und ist im Ruhrgebiet unterwegs. Ja. Aber vielleicht am 29. Vielleicht, Juli. Wenn wir hier sein dürfen. Dabei sein. Ja, mit seinem blauen Jackett. Da bin ich mir schon fast sicher, dass er das wieder anziehen wird. Ich gehe schon mal rüber ans Pult, denn du wirst den Titel noch ansagen. Der aktuelle Hit von Nick in vielen Hitparaden auf der 1, 2 und 3, was uns sehr stolz macht und selbst bei Amazon hochgeschossen in die Verkaufscharts.